Herzlich willkommen zu Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich aufs heutige Gespräch mit Bharati Corinna Klanert. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, um dich kurz vorzustellen, also du bist Mystikerin, Forscherin im Bereich Bewusstseinserweiterung, Heilung, hast dich jahrzehntelang mit Forschung, Studien auch in Indien beschäftigt, dann Spirit Balance gegründet mit eigenem Retreat Center, soweit ich weiß, im Schwarzwald, nicht? Und bin gespannt auf unser Gespräch heute. Schön, dass das klappt. Schön, freue mich auch. Ja, also ich habe es dir geschrieben. Ich bin über eine Dokumentation von dem Podcaster Aubrey Marcus auf dich und deine Arbeit aufmerksam geworden. Und in der Dokumentation, da ging es um einen Retreat der besonderen Art in kompletter Dunkelheit. Und das war das erste Mal, dass mir das so begegnet ist. Und vielleicht zum Start, bevor wir darüber sprechen, was denn genau da in der Dunkelheit passiert, aber wie und warum hat dich denn dein eigener Weg dazu geführt, Menschen in die Dunkelheit zu begleiten? Oh je, da fragst du gleich die Frage. Versuche ich das mal gerade irgendwie zusammenzufassen. Ja. Also, ich habe, wie du schon erwähnt hast, lange in Indien gelebt. Und schon bevor ich nach Indien kam, hatte ich Kontakt mit Leuten, die Dunkelerfahrungen gemacht haben und hatte das Gefühl, oh ja, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Also, das war schon so irgendwie vor 20 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ja, super spannend, das möchte ich diesen Sommer machen. Und dann hat mich der Weg aber nach Indien verschlagen. Und anstatt ins Dunkelretreat zu gehen, war ich dann in Indien, wollte dort 5 Tage bleiben. Das Ganze hat sich dann verlängert auf viele Jahre, was auch nicht geplant war. Und dort gab es aber Zeiten des Rückzugs, also Zeiten, in denen wir meditiert haben und zurückgezogen haben in kleinere Tempelareale, wo auch zum Beispiel nur eine Öllampe steht und du sitzt dann dort vielleicht mit 3, 4 Leuten und redest gar nicht und bist am Meditieren und Mantren machen. Und es gab auch andere Zeiten, in denen hatten wir größere Veranstaltungen. Allerdings habe ich gemerkt, dass immer in diesen Rückzugszeiten ich am meisten Erfahrung hatte und mir das auch für mich, egal was draußen irgendjemand erzählt oder so, am besten tut, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme zu mir und ich kann dadurch dann einfach auch ja mehr unterscheiden, was ist meins oder was ist das von jemand anders? Also wenn zum Beispiel so ein ja, Coach oder irgendwas vorne steht oder jemand, der einem was erzählen will, dann ist es doch sehr schnell, dass wir uns gut fühlen oder super fühlen und ja, und alle sind so gut drauf und so. Aber wenn man mit sich selbst ist und das aus sich selbst erfährt, hat, finde ich, eine ganz andere Kraft. Und dann ist es auch so, dass ich irgendwann auch Sadhus kennengelernt habe, die auch gar nicht mehr gesprochen haben. Das heißt, die waren in Muni, so nennt man das, in kompletter Stille. Und dann habe ich sehr viel gelernt, auch über Consciousness, Bewusstsein, also Verstand, Seele und Körper. Das ist ganz anders im Indischen als das, was wir im Westen kennen. Und das hat dann irgendwann Klick gemacht, also dass es eben halt so ist, wenn die Seele uns leitet, wir andere Entscheidungen treffen, als wenn der Verstand uns leitet. Und dann war mir irgendwann klar, ja, dann der Weg dahin sollte eigentlich nicht nur über Lehrer führen, sondern auch durch uns selbst durch. Und dann gab es eine Erfahrung, die habe ich in Indien gemacht, eine Dunkelerfahrung, und dann eine zweite habe ich dann gemacht in Deutschland. Und dann habe ich gemerkt, ja, wow, also gerade in der Erfahrung in Deutschland war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte in 10 Tagen mehr erlebt als in vielen Jahren Mantren-Chanten. Okay, Und wow. ich, wow, also wenn ich diese Erfahrung jetzt hier so gemacht habe, warum bietet das jetzt, das war der Holger Kalweit, der das damals angeboten hat, der hat auch ein Buch geschrieben, Dunkeltherapie. Heißt das Buch. Und dann habe ich gedacht, ja, warum gibt es eigentlich so wenige, die das anbieten? Da war mir aber noch nicht klar, dass ich das so wirklich umsetzen werde. Aber da wurde es so ein bisschen konkreter. Also da kam so mein Aha-Erlebnis. Und ja, und dann hat sich das irgendwann so ergeben. Wow.
Also jetzt hast du gesagt, in 10 Tagen mehr erlebt als in mehreren Jahren Mantren oder Meditieren. Also beziehungsweise vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, wie funktioniert denn so ein Dunkelretreat konkret? Ist das, also wenn ich jetzt zu dir käme und ich möchte bei so einem Dunkelretreat teilnehmen, was passiert da? Wie sieht das aus? Was mache ich? Liebe Zuhörer, eine Ankündigung in eigener Sache. Alle englischen Gespräche werden jetzt nicht mehr hier, sondern neu auf meinem zweiten ausschließlich englischen YouTube-Kanal Beyond Perception EN veröffentlicht. Jede Menge spannende Gespräche warten bereits auf euch. Am besten direkt reinschauen und abonnieren. Herzlichen Dank für eure großartige Unterstützung und jetzt viel Freude mit dem Gespräch. Genau, es geht darum, eben mal nichts zu tun, Ja. weil wir alle sehr viel draußen machen. Genau, und ich finde, die Zeit wird doch immer schneller. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber irgendwie so diese ständige Erreichbarkeit, das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich die Dunkelretreats angefangen habe, ja, Gott sei Dank noch nicht. Also, wir hatten ja noch nicht mal Wie lange Smartphones. machst du das jetzt schon? Ich habe mal letztens ausgerechnet, und zwar 12 Jahre tatsächlich schon. Wow, okay. Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Das ist jetzt das dritte Haus. Und die Firma Spirit Balance hatte ich schon als ganz kleine UG, als ich in Indien war. Da hatte ich aber Seminare gemacht über Mantren und Bewusstsein und außerkörperliche Erfahrung. Und später dann hat sich das verändert. Also später dann kam die Dunkelretreat sozusagen mit dazu. Was war nochmal die Frage? Wie das genau dann aussieht. Also wenn ich jetzt zu Genau. dir komme, was machst du mit mir? Ja, genau. Also ich lade dich ein, nichts zu tun, Ja. und ich lade dich ein, zu entspannen und dein Telefon wegzulegen und ja, zu dir zu kommen. Es sind Zimmer, die sind so vorbereitet, dass alles komplett abgedunkelt ist. Und du hast ein eigenes Bad und eine Toilette dort drin. Und ein Flur, der auch abgedunkelt ist, zu dem wir dann Smoothies, Salate oder viele Fasten auch Tee bringen. Und du wirst dort nicht gestört, aber du kannst uns rufen, wenn du möchtest. Und es gibt viele, die bleiben nur 3, 4 Tage. Und es gibt aber auch sehr viele, die bleiben bis zu 21 Tage, 14 Tage, 21. Und das ist dann wirklich dieser innere Ruf, also das wirklich machen zu wollen. Es sind ganz oft Coaches, ganz oft Leute, die ganz viel im Außen sind, ganz oft Heiler, aber es kommen alle. Also ich hatte auch schon einen Polizisten im Dunkelretreat, ich hatte einen Anwalt mal vor vielen Jahren, ich hatte Künstler, ich hatte Musiker, ich hatte eine Frau, die ist im Dunkelretreat vor vielen Jahren sehr berühmte Pianistin gewesen, hat einen Burnout und hat einfach das Gefühl gehabt, sie kann einfach mal gerade gar nicht mehr diese ständig auf der Bühne stehen und muss sich mal zurückziehen. Also es gibt auch sehr viele verschiedene Motivationen, diese Erfahrung zu machen. Nicht alle Erfahrungen sind da gleich. Und meine Idee, warum ich das ins Leben gerufen habe, ist eigentlich eine andere gewesen. Ich dachte eigentlich, oh ja, das ist so eine Abkürzung zur spirituellen Erfahrung, das sollten alle mal machen. Und im Laufe der Jahre hat sich das herausgestellt, dass so viele verschiedene Leute von so vielen verschiedenen Bewusstseinsebenen kommen, dass es gar nicht voraussehbar ist, was jeder da so mitnimmt. Also jede Erfahrung ist anders. Von manche bekommen Angst und können es nicht aushalten, mit sich zu sein, von oh ja, kann ich bitte länger bleiben? Mann, endlich komme ich zu mir. Also ist alles Mögliche. Und ist das dann, ist diese Zeit in der Dunkelheit, ist das dann auch Zeit in Stille oder ist das optional? Also habt ihr Interaktion in dieser Zeit oder ist man in Dunkelheit und in Stille? Ja, also ich habe eine ganze Zeit lang ganz viele Gruppen gemacht, bis diese ganzen Maßnahmenregelungen kamen, dass wir dann irgendwie checken mussten, wer hat welche Impfung und so. Und da habe ich aufgehört mit den Gruppen, weil das war mir zu kompliziert. Und die Leute dann im Dunkeln auch noch mit Abstand sitzen zu lassen, erschien mir ziemlich, ja, also das passte irgendwie nicht. Und dann war es halt so, dass ich mehr auf die Stille-Retreats gegangen bin.
Mittlerweile ist es so, dass ich wieder mehr Gespräche anbiete. Und man kann uns also rufen zum Gespräch. Man kann auch eine Klangliege buchen. Wir haben zwei sehr nette Frauen und sehr gute Frauen, die hierher kommen, die Massagen anbieten und auch Klangschalenmassagen. Die kann man buchen, auch vorab. Dazu möchte ich sagen, dass es Leute gibt, die so viel im Außen sind und auch oft auch Manager und die ja sehr viel Verantwortung haben und die einfach sehr wenig Zeit hatten für sich selbst in den letzten Monaten oder Jahren, wo ich auch denke, das ist gut für die, ja, weil es einfach zu viel sein kann manchmal, wenn plötzlich von 180 auf komplett gar nichts kommt und noch nicht die Erfahrung hatte, zum Beispiel über Vipassana oder Meditation, wie das ist, mit sich allein zu sein, dann kann das schon sehr intensiv werden, ja. Stille, Dunkelheit und dann noch alleine sozusagen kann zu viel sein für manche. So dass die Angebote gerne von einigen genutzt werden. Es gibt aber auch welche, die sagen, nee, nee, um Gottes Willen, ich möchte gar keinen sehen, egal wie toll die Klangschallmassagen sind. Nein, ich brauche diese Pause. Das stellt sich meistens im Vorgespräch raus. Das heißt, wir bieten an, dass wir mit den Interessenten telefonieren. Und bei den Fragen, die die Leute dann haben, merken wir dann schon, okay, da könnten wir vielleicht noch mal sagen, hey, es ist gut, wenn du vorab was buchst für dich. Aber generell kann sich das auch ändern im Retreat. Also ich hatte jetzt auch jemanden im Retreat gerade, der hatte halt das Gefühl zuerst, er könnte das nicht so allein zu sein. Und dann irgendwann hat er gemerkt, er möchte das unbedingt und hat sogar Termine abgesagt wieder. Er merkte, Mensch, das ist für mich eine Kontrolle. Ich merke dann irgendwie, ja, das ist wie so ein Anker für mich und ich möchte ja eigentlich jetzt mal Zeit verlieren und eben mal nicht kontrollieren. Ja, also in unserer Gesellschaft da haben wir die Tendenz, irgendwie konditioniert zu sein, Reize von außen permanent zu verarbeiten oder uns vielleicht nach dem Außen zu richten. Und was du mir jetzt berichtest, oder, da fallen eigentlich die Außenreize zum gewissen Maß weg, oder, wenn man sich da in die Dunkelheit begibt. Was aus deiner Erfahrung, was, also du hast vorher gesagt, für dich war das einen Weg zu dir zu kommen, aber was berichten denn Menschen? Was passiert da in der Dunkelheit? Das ist so vielfältig. Also ganz häufig ist es so, dass ganz viele erstmal schlafen. Also ich höre das auch immer mehr, ganz viele sind einfach erschöpft und das ist so viel. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass sich das so ein bisschen verändert. So im Moment sind sehr viele so, die sagen, es ist einfach alles zu viel und sie sind erschöpft. So gerade im Moment der Tenor, ja. Und dann, wenn sie wieder Kraft schöpfen, dann merken sie, dass sie wieder fitter sind und wieder mehr Lebenskraft haben und mehr Ideen und nicht nur so rumrattern und irgendwie funktionieren. Dann gibt es aber auch Leute, die haben einfach schon ein drittes Auge, also was schon aktiver ist und die haben auch Visionen oder sie sehen Lichter und haben dort einfach sehr viele Erfahrungen und machen das auch, um dort einfach ihr Bewusstsein zu erweitern. Und da geht es in ganz viele verschiedene Ebenen hinein natürlich dann. Schöne Erfahrungen oder auch Erfahrungen, die Angst machen, Selbstkontrolle, all diese Themen können dann kommen. Und was bei fast allen ist, dass sie plötzlich Erinnerungen hochkommen haben, die sie schon wieder vergessen hatten. Weil das Gehirn, das hat man auch nachgewiesen, sich halt heilen kann bei Ruhe und auch bei Schlaf. Und wenn das Gehirn halt mal ganz zur Ruhe kommt, jetzt mal abgesehen von den spirituellen Aspekten, kommen oft auch Erinnerungen hoch. Also ganz viele berichten das, like, Mensch, ich wusste gar nicht mehr, was damals war. Oh, ich muss mit diesem Onkel mal sprechen oder ich muss das mal irgendwie klarstellen, das ist blöd gelaufen. Also das höre ich auch sehr, sehr häufig. So ganz alte Sachen, die Leute gar nicht mehr so bewusst hatten, kommen oft hoch. Ja, man hört ja, also diese eine mögliche Interpretation, oder? Wir müssen zu Licht werden. Wir sind Lichtwesen, im Licht. Wir müssen Licht in die Welt bringen. Und jetzt geht man bei dir in die Dunkelheit. Ja. Was, also
Was sind denn Assoziationen, die wir haben mit der Dunkelheit, die vielleicht überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was tatsächlich dann die Dunkelheit ermöglicht? Es gibt ja auch diesen viel berüchtigten Schatten, den wir alle haben, und solange wir uns dessen nicht bewusst sind, in die Welt projizieren. Also aus diesem Blick, was ist denn die Dunkelheit wirklich? Das ist eine gute Frage. Ich denke auch tatsächlich, dass sie für jeden was anderes ist, auf welchem Bewusstseinsstand jemand steht. Es gibt auch Leute, die haben Visionen, die Angst machen und die sehen, also, das gerade jetzt im letzten Nachgespräch gehört, wie kleine Teufelchen, ja, mit roten Augen und manche sehen aber schöne Lichter. Also ich meine, warum sieht der eine das und der andere das? Ich glaube einfach, dass die Dunkelheit halt was ist, was für jeden was anderes sein kann. Wenn du eine Pflanze hast, einen kleinen Samen einpflanzt, ist da ja auch erstmal in der Dunkelheit. Auch du warst ja mal in Dunkelheit, nämlich 9 Monate in dem Bauch deiner Mama. Und das kann ein sehr, sehr beschützter Raum sein, wenn es eine liebevolle Mama ist, die gut auf dich achtet. Es kann aber auch natürlich ein Raum sein, der vielleicht nicht so geschützt war. Deswegen ist es hier halt auch so wichtig, dass wir den Raum so gut wie möglich halten und ja, uns gut um die Gäste kümmern. Also, dass es einfach ein Gefühl rüberkommt von, ich bin hier angenommen. Das liegt aber auch natürlich auch wieder bei jedem Gast. Wenn jemand das Gefühl hat, er ist nie irgendwo angenommen und das total in sich trägt, dann kann man natürlich überall was finden. Auch das gibt's, ja. Aber das hat man natürlich über die Jahre auch mittlerweile auch schon alles durch, also alles erlebt von ganz, sag ich mal, auch Gästen, wo auch Traumata hochkommen und wo zum Beispiel, ich hab mal jemanden gehabt, der hat mir, das war eine Frau, die hat mir erzählt, also bitte bei mir niemals den Smoothie vergessen, niemals, das ist ganz wichtig. Ich habe damit wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht und sie wusste das schon, was super war, weil die meisten wissen ihre Traumata nicht bewusst. So, und ich natürlich meinem Team gesagt, bitte unbedingt bei ihr echt drauf achten. Das ist ganz wichtig, weil sie hat da irgendwas erlebt. Ich weiß nicht was, aber das so. Dreimal darfst du raten, was passiert ist. Links sind die Hosen, ne? Ja, ausgerechnet bei ihr, wo es also schon lange, lange Jahre her, wurde dann der Smoothie vergessen. So, sie kam raus, komplett wütend aus dem Zimmer, hat auf dem Flur sich beschwert und wieso könnt ihr mich vergessen? Ich habe das extra und dann bin ich zu ihr rein ins Gespräch und dann kam raus, was die Geschichte war. Und das hat mich total bewegt, ja, weil sie wurde halt als Kind eingesperrt und hatte nichts zu essen bekommen als Bestrafung. So, das kam jetzt hoch. Wir waren der erweiterte Arm von diesem Trauma. Da habe ich natürlich die Uhr nicht mehr angemacht, ja. Dann haben wir länger gesessen und im Endeffekt, ja, kamen die Tränchen und es war gut, also es hört sich jetzt krass an, aber es war im Endeffekt wirklich gut so, weil sie wirklich gemerkt hat, ja, hier kümmert sich jemand um mich und das war jetzt wirklich keine Absicht und das gibt's halt auch und vielleicht passieren mir auch Dinge, weil ich das so mal erlebt habe und jetzt kreiere ich mir das sozusagen immer wieder selber. Es war also wirklich eine ganz tiefe Heilung. Sie blieb dann noch ein paar Tage und manchmal ist auch Raum für sowas. Manchmal passieren auch solche magischen Dinge und auch Dinge, die mich auch sehr tief bewegen, ja, wo ich auch denke so, wow, auch danke für das Vertrauen, was uns da entgegengebracht wird. Es gibt Leute, die sind total zu, die sind irgendwie wie perfekt. Das ist ja, also das kaufe ich zwar nicht ab, aber das merkt man dann irgendwie, ne? Aber es gibt halt auch solche, es ist total magischen Momente, wo wirklich ganz tiefe Heilung passiert. Also von wegen so die Frage, was ist Dunkelheit? Das ist halt, es kann halt ein Raum der Heilung und der Neugeburt sein. Das ist so die Idee dahinter. Und kann man das so generalisieren, dass sich in dieser Dunkelheit dann auch die Wahrnehmung öffnet oder verfeinert, dass man die Dinge, die vielleicht subtiler sind, auf einmal eben ohne Störgeräusche besser wahrnehmen kann oder überhaupt erstmal wahrnehmen kann? Es gibt Leute, die da sehr sensitiv werden und die auch so sensitiv werden dann, dass sie diese Fähigkeiten auch mit rausnehmen. Es ist ja auch so ein bisschen so modern geworden, dass viele anfangen mit
wie nennt man das mit diesen Psychedelics oder wie die das dann nennen, Medizin oder so. Und ich denke halt, dass das auch alles natürlich möglich ist. Und einfach, weil es auch angelegt ist in dem Körper, ja. Wir haben halt eine Zirbeldrüse mit Zapfen drin und in Indien, ich habe dort lange gelebt, da gibt es das Wissen darüber. Das ist wirklich aufgemalt, das ist erklärt, das ist auch biochemisch erklärbar. Hier habe ich das jetzt selten gehört, also dass es so erklärt wird wie in Indien, sondern eher so als Scharlatanie oder Wahnvorstellung, im schlimmsten Fall sogar, wenn vielleicht sogar gewisse Krankheitsbilder von der Psychologie auf einmal draufgemalt werden, wo man denkt so, holla, was ist denn da jetzt los, wo die Inder sagen würden, die sind heilig und hier werden sie als verrückt abgestempelt, ist schon interessant. Und dieses dritte Auge, natürlich kann das aufgehen und dann können gewisse Wahrnehmungen kommen. Und auch Fähigkeiten, telepathische Fähigkeiten oder auch, ja, was ganz oft zum Beispiel passiert, ist, dass die Leute an was arbeiten im Dunkelretreat, wenn sie denn bereit sind, dahin zu kommen. Das ist auch nicht bei jedem so der Fall, aber wenn sie wirklich so tief gehen können, habe ich das schon erlebt, dass sie in dem Retreatraum was bearbeitet haben, ganz tief auch geweint haben und irgendwas ganz Heftiges da war. Und dann im Außen passiert aber was, während sie im Retreat sind und sie bekommen das erst mit, wenn sie wieder rauskommen. Ich erinnere mich da an eine Frau, die hat aufgrund von ganz üblen Erfahrungen ihr Kind zur Adoption freigegeben und hatte das Kind war schon älter und er hatte keinen Kontakt mehr. Und das wurde ein ganz großes Thema. Und ich fand das heftig, weil ich dachte nur, wie kann man sein eigenes Kind freiwillig zur Adoption freigeben? Ich konnte es damals gar nicht verstehen und musste mich sehr zusammenreißen, da sitzen zu bleiben und nicht wütend auf sie zu werden. So. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, ich finde da so einen Punkt, wo ich das anfangen kann nachzuvollziehen und ich bleibe jetzt in der Liebe und Achtsamkeit. Und dann irgendwann in den nächsten Tagen kamen auch Tränen und kam auch diese Sehnsucht nach ihrem Kind, wo ich dachte, ja, endlich fühlt sie es. Und dann wusste sie nicht, wie mache ich das sozusagen wieder gut oder wie kriege ich überhaupt diesen Kontakt hin. Und das ist ein Riesenthema und sie hat sich das dann immer wieder vorgestellt im Dunkeln, dass sie Kontakt hat und das, was heilt. Und dann kam sie raus aus dem Dunkelretreat und machte ihr Telefon an und kriegte eine WhatsApp von diesem Sohn, mit dem lange schon keinen Kontakt mehr hatte. Und dann dachte ich so, wow, genau, super. Und ja, also das hat mich sehr tief bewegt. Ja. Also solche Sachen, die auch nicht erklärbar sind irgendwie, weil sie, also sie hat ja, also jetzt auf der psychologischen Ebene, wenn du so einen Psychologen fragen würdest, der würde ja sagen, nö, also es gibt ja keine Seele in der Psychologie. Das muss man vielleicht auch mal wissen und auch mal klar sagen. Die Psychologen glauben nicht an eine Seele. Das ist eben mein Punkt, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Für mich sind Wesen beseelt. Sonst ist so eine Erfahrung gar nicht erklärbar. Ja, also die würden wahrscheinlich sagen, es ist Zufall, aber ich habe dafür in den 12 Jahren zu viel gesehen, als dass ich das mit Zufall erklären würde. Also wirklich, so nonlineare Synchronizitäten. Ja, also kann passieren. Und dann natürlich auch Feinwahrnehmung. Ja, es kann sein, dass du, wie du ja auch in dem Video, was du gemacht hast, im Interview, übersehen ohne Augen. Genau, ja. Genau, also diese Erfahrung hat meine Tochter auch gemacht im Dunkelretreat. Mein Sohn sagt auch, dass er oft was sieht, wenn er manchmal sagt er Hallo zu manchen Gästen oder sie bringen irgendwie einen Tee hin oder so. Und manchmal wollen sie das, manchmal nicht. Und ich lasse sie dann, wenn sie das möchten. Und im Laufe der Jahre habe ich das gemerkt, dass meine Kinder dann auch plötzlich sagen, wie zum Beispiel, ja, guck mal, da steht doch die Teekanne. Ja, guck mal, ja, es ist dunkel. Wir sind auf einem komplett abgedunkelten Flur. Ja, guck mal. Und auch ich hatte so Erfahrungen, dass ich plötzlich eine Türklinke gesehen habe, also physisch oder die Energie um die Hand oder so. Aber ich denke, wie das genau funktioniert, das können dann eher die Experten erklären, von denen, die diese Seminare machen, sehen ohne Augen. Also da habe ich nicht so das. Die Techniken wie die, ich merke nur, dass es bei manchen auf einmal aufgeht. Ja. Diese Fähigkeiten. Du hast in einem Vortrag, der ist aber schon ein paar Jahre her, hast du auch über Yantras geredet.
geredet. Ist das? Also vielleicht magst du mir erklären, was das genau ist für die Menschen, die das nicht kennen und wie das in Bezug auch zu Erfahrungen steht, die vielleicht Menschen dort in dem Dunkelretreat haben. Oh je, ja, da hast du dir aber ein altes Video angeguckt. Genau, also das ist halt das Spannende an Indien, weil dort einfach die Sachen tatsächlich sehr klar erklärt werden und dort kann man das auch studieren. Also du kannst sowas tatsächlich studieren, also immer noch in Indien, Yantren und Vastu, die in der Lehre von diesen Energien. Yantra heißt übersetzt Maschine, sozusagen spirituelle Maschine und dort wird also beschrieben in diesen jahrtausendalten Palmblattbüchern, das hat sich jetzt nicht irgendjemand ausgedacht oder runtergechannelt oder da irgendwas, sondern das ist jahrtausendaltes Wissen, wo es halt auf Palmblättern aufgemalt ist, dass es eben zu gewissen Seelen gewisse Formen gibt. So, du hast auch eine Form, also jeder Mensch hat eine Form und gewisse Energien haben auch Formen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was viele anfangen zu sehen. Ich habe auch gerade, wo du das jetzt gerade sagst, ich habe gerade eine Frau im Dunkelretreat, die kam zu mir wiederholt. Und das Erste, was sie mir zeigte, war was aufgemalt und sagte, deshalb bin ich nochmal hier. Ich habe das nämlich vor 4 Jahren gesehen und ich weiß nicht, was das ist. Sagt dir das was? Ich weiß aber nicht, was das genau bedeuten soll. Und ich weiß es immer noch nicht. Und wir haben bald ein Gespräch im Dunkeln. Ich bin mal gespannt, ob das weiter aufgegangen ist. Das ist der Grund, warum sie hier ist. Und es gibt Leute, die können anfangen, das zu sehen. Das Interessante ist, im Laufe der ganzen Jahre, in denen ich die Retreats gemacht habe, habe ich die meisten hier, die überhaupt nichts wissen über Yantra, die auch überhaupt gar keine Ahnung haben, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Oder aus ganz anderen Kulturen kommen, ja. Oder sie sind muslimisch oder ich weiß nicht was. Und auf einmal fangen sie an, dreidimensionale Figuren zu sehen. Das ist interessant. Also scheint eine universelle Energiesprache zu geben, unabhängig von Glaubenssystemen und Religionen. Ja, weil alle die Leute sehen die gleichen Sachen. Es sind immer Kreise mit Punkten, es sind verschiedene Dinge. Und wenn ich mir die aufmalen lasse, also wenn ich mit den Leuten länger Kontakt habe, dann sehe ich manchmal schon, ah ja, das Yantra bedeutet dies, das Yantra bedeutet das, weil in Indien benutzen wir bewusst diese Yantren zur Meditation zum Beispiel. Zum Beispiel im Kreis mit einem Punkt drin und mit Petals drumherum und sie können damit Heilung senden oder Energien ja connecten. Und hier wissen ja die Leute nichts davon. Auf einmal fangen sie es an zu sehen. Es ist schon sehr interessant. Und jedes dieser Yantren repräsentiert etwas oder eine Energieform oder ist das, repräsentiert das die jeweilige Seele? Oder ist das, oder weil du vorher, glaube ich, gesagt hast, dass jeder von uns ein eigenes Yantra. Ja, da stellst du echt gute Fragen. Also es gibt halt in dem indischen Wissen gibt es immer so Nada Bindu, nennt man das. Das ist der Ursprung der Kreation. Im Zen meditiert man da drauf. Deswegen finde ich die Zen, also die Zen-Leute schon sehr, sehr interessant, ja, weil sie ja all das Ganze drumherum weglassen und direkt zu diesem Nada Bindu gehen. Also und die Inder haben das auch, ja. Also die haben auch dieses Zentrum und die sagen aber halt, ja. Aber wir leben ja nun mal in der in der Kreation hier. Also es gibt halt dann den Nada Bindu, der ist halt so der Schnittpunkt zwischen Dualität und Nicht-Dualität. Und das bringt halt die Energie hierher und daraus kreiert sich halt was. Am Anfang Yin-Yang, dann 5 Elemente und dann kommen die Engelenergien und dann kommen gewisse Schwingungen und alles Mögliche. Also gut, gut, schlecht, beide Seiten haben ihre Kreation. Und die ist halt hier verteilt, wie in so einem Ozean. Da hast du auch Haie drin und du hast auch Delfine drin, du hast halt alles drin. So, und das ist auf der feinstofflichen Ebene auch sichtbar als sogenannte Yantren. Und da gibt es auch persönliche Yantren. Genau. Und es gibt wenige, aber es gibt in Indien gibt schon einige, also gibt schon auch das Wissen, dass es einige gibt, die das sehen können. Also die dann auch sehen können, welche Seele ist wer. Genau. Weil so sehen wir immer nur den Körper. Also wir sehen ja jetzt, wir denken ja, wir sind alle irgendwie gleich, aber es ist
Ja, nicht. Es gibt ja verschiedene Bewusstseinsstufen. Und durch diese Yantren ist so ein Weg, wie man das sehen kann oder auch Hilfe rufen kann oder auch Heilung senden kann. Und es gibt Leute, wie gesagt, die anfangen, das plötzlich zu sehen, obwohl sie überhaupt noch nie was davon gehört hatten. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Interessant, ja. Und du hast vorher gesagt, was verschiedene Arten der Wahrnehmung zumindest angedeutet, zumindest zum Beispiel über das dritte Auge oder vielleicht auch über andere Chakren. Wie lässt sich denn, oder was ist denn deine Vermutung oder Erfahrung, wie lässt sich denn so etwas wahrnehmen? Auf welcher Ebene findet denn diese Wahrnehmung dieser feinstofflichen Dinge statt? Wie die stattfindet. Oder auf welcher du hast vorher gesagt, dass zum Beispiel bei einigen Menschen, die im Dunkelretreat sind, das dritte Auge beginnt sich zu öffnen. Ist das die Voraussetzung, so etwas wahrzunehmen? Oder auf welcher Ebene finden diese Ja, also das kann auch manchmal einfach eine ganz spontane Bewusstseinserweiterung sein. Also es gibt ja viele, die auch plötzlich so eine Kundalini-Erfahrung haben und gar nicht wissen, woher sie kommt. Also, das ist schwierig. Ich finde das schwer, in so eine Box zu packen. Also, manchmal ist das auch einfach so ein komplettes Mitgefühl. Das kann auch, also das Herzchakra ist ja das kräftigste und dann erst das dritte Auge. Und das kann auch übers Herz kommen, dass das so viel Liebe und so viel Kraft plötzlich kommt, dass alle Chakren so viel Energie haben, dass man plötzlich nimmst du auch mit dem Herzen Dinge wahr, denkst du, wow, dann nimmst du plötzlich wahr, ja, was da für Storys hinter stecken oder so, hinter gewissen Sachen. Und das ist ja etwas, was gar nicht jetzt so viel mit der Logik zu tun hat. Also von daher fällt mir es auch schwer, das so zu erklären. Die Inder wiederum haben dabei Erklärungen. Sie reden davon, dass man 12 Jahre Minimum braucht, um diese Energie zu aktivieren. Mini bis Maximum, also wenn man wirklich, ja, wenn man wirklich das unbedingt will und nichts anderes tut und Vollzeit Sadhu oder Vollzeit-Meditation macht, dann 12 Jahre. Dann darf man sich erst beim Kosmos beschweren, wenn nichts passiert. Das ist die Regel, die so geschrieben steht. Und da kann man sich vielleicht ausdenken, wenn nur eine Stunde oder drei am Tag dich mit solchen Themen beschäftigst, wie lange es dauern kann, bis solche Erfahrungen kommen. Und auch, warum es dann gewisse Sehnsüchte in Menschen gibt, warum sie dann einfach schon in Seminare gehen, wo sie vielleicht ganz schnell was erfahren können, wie Ayahuasca oder so, wo sie dann auch einmal diese Erfahrung haben. Die dann aber leider wieder weggeht. Und du brauchst ja dann wieder dieses Substance. Und es gibt halt eine kleine Chance, dass wenn du halt in die Stille gehst, es muss nicht nur Dunkelretreat sein, es gibt einfach verschiedene Techniken. Aber wenn du halt echt in die innere Stille kommst und auch die Reize etwas minimieren kannst und auch mit dir gut sein kannst, gibt es die Möglichkeit, dass dieser Prozess schneller geht und dann ist das normal. Also wir sind ja damit ausgestattet. Wir kommen ja nicht nur als mentale Superbrain-Wesen auf die Welt, sondern da ist ja noch mehr. Und dann kann sich das halt entfalten. Das ist ja angelegt in jedem. Ja, also meine inklusive, unsere menschliche Tendenz ist ja, die Dinge immer wieder zu konzeptionalisieren. Irgendwie in so ein intellektuelles Konstrukt versuchen zu packen. Wie hat sich denn über deine Jahrzehnte von spiritueller Erfahrung und Forschung dein Selbstverständnis entwickelt oder verändert? Was hältst du denn jetzt von so, also ich versuche, die Welt zu erklären oder vielleicht auch Konzepte über den Sinn des Lebens. Wie siehst denn du das? Super Frage. Ich finde das komisch und ich finde auch komisch, dass die Leute so viel Angst haben irgendwie vor. Also mir scheint, dass da ganz viel Angst ist vor dem Unbekannten und auch ganz viel, ja, dass der Verstand halt alles so erklären muss oder dass es so darum geht, dass wir uns alle erlösen müssen. Und es ist ja so, du vor der Erleuchtung Klo putzen, nach der Erleuchtung Klo putzen. Es ist ja einfach, es hast halt einfach nur ein paar andere Wahrnehmungen. Also für mich ist es so irgendwie,
Ich finde es auch so komisch, was da so, also wie, was da so draus gemacht wird und wie vieles so aufgebauscht wird, aber auch wie vieles so bekämpft wird, so ein auf den, ja, oh Gott, nee, also das Spirituelle darf es jetzt nicht geben. Ja, ganz viele, die auch ganz viel Angst davor haben, die das auch unbewusst oder bewusst bekämpfen. Und ich finde das sehr kurios, muss ich sagen. Also ist schon auch komisch für mich. Auf der einen Seite Aber geht wenn ich fragen darf, war das immer schon so oder gab es einen Punkt, wo sich dein Blick verändert hat? Das war schon immer so. Ich fand es immer schon komisch. Also, aber mir ist das jetzt noch mehr bewusst geworden. Also jetzt auch so die, also auch wie selbstverständlich mein Leben so für mich war und wie wenig das für andere ist, ist mir in den letzten Jahren noch mal mehr bewusst geworden. Und auch wie unglaublich naiv ich bin oder war. So diese Naivität, dieses, ja, so ist das halt. Das müssen doch alle sehen. Also das ist auch was, was ich als Kind kenne. Also, was ich noch so kenne aus meiner Kindheit, dass ich oft dachte, das, was ich wahrnehme, nehmen doch auch andere auch wahr. Das begleitet mich oft bis heute auch dieses, ich gucke die Leute oft an, denke, habe einfach ein Fragezeichen. Und genau, und dieses Ganze, ich finde es halt auch so, ja, dieses, dass man so alles mental versucht, das hat seine Berechtigung, das ist auch wichtig, ja, auf gewissen Stufen, wenn du wirklich Erfahrungen hast. Und du fragst dich gerade, was geht hier ab, dann ist das wichtig. Aber du kannst die Erfahrung nicht mental machen. Du kannst nicht mental alles wissen und dann, ja, erwarten, dass dann die Erfahrung kommt. Also, weißt du, es muss halt. Und das ist halt, also du musst ja loslassen, um die Erfahrung zu machen. Und das Mentale ist ja so festhalten. Also es müsste so ein bisschen weichere Übergänge geben. Und ich finde es, wie gesagt, kurios, dass es eben auf der einen Seite wird es immer mehr bekannt, aber auf der anderen Seite, wenn es dann um echte Erfahrungen gibt, kann es die ja auf einmal doch nicht geben. Also das finde ich so ein bisschen so eigenartig, muss ich sagen. So, was Ja. ich krieg das nicht so zusammen. Ja, also, ich meine, das, was der Verstand macht, oder? Mit seinen Versuchen, das mental zu verstehen und ein Konzept draus zu bauen, aber kein Konzept stimmt der mit der Realität wirklich überein, oder? Und dann kann das so ganz schnell, also das ist meine eigene Geschichte, Gefängnis werden und man versucht erst alles zu verstehen, bevor man sich auf was einlässt. Oder dann bleibt an der Idee hängen, statt sich für die Erfahrung zu öffnen, auf die die Idee eigentlich im Idealfall als Fingerzeig zeigen sollte. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass für viele Menschen, oder, die Angst vor dem Unbekannten haben, und ich würde sagen, das ist bei den meisten Menschen der Fall, dass wenn man sich dann in die Dunkelheit begibt, also für mich, ohne dass ich das je gemacht habe, das wäre so der Archetyp des Unbekannten, oder nicht? Dunkelheit, nichts mehr zu sehen. Ja, aber du siehst ja, also ganz viele sagen, ich habe doch eigentlich nur Geritik gebucht, jetzt ist es hier so hell. Also viele fangen ja an, das Flickern zu sehen und also es ist ja für viele gar nicht dunkel. Und ja, also das sind ja auch oft Konzepte, wie es dann zu sein hat. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Erfahrung, die ich gerade vor kurzem hatte, wo du das so beschreibst. Da war hier ein Mann, der auch pädagogisch arbeitet. Und er arbeitet sehr eng mit Menschen, aber hatte dann sehr starke Ängste, als er herkam. Und ich fand das schon interessant. Ich habe ihm dann auch mal gesagt, schau doch mal, wie würdest du denn mit dir selber reden? Du bist doch Pädagoge. Und da ist mir aufgefallen, so was du auch sagtest, genau, das eine ist eben die Theorie, wie es im Außen aussieht, dass auch alles erzählt wird was das Wissen ist. Aber das andere ist halt, wie es dann wirklich ist, also was dann wirklich in dir ist. Und es ist aber so, dass bei ihm ist es wundervoll irgendwann zusammengekommen, da war auch ganz viel Angst, also auch richtig Panik. Und dann habe ich mich einfach dazugesetzt und dann nach 2 Tagen immer mal wieder Gespräche und dann sage ich, du kannst jederzeit raus, gar kein Ding, und bleib doch noch 2 Stunden, wir gucken dann nochmal. Und dann wird doch 4 Tage draus. Und dann, das ist wirklich dieses Einlassen. Und dann hinterher sagt, das war so schön, sagt er, ja,
Jetzt habe ich wirklich keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Und ich glaube, das jetzt ist wirklich was integriert. Und ich glaube auch, dass das seine Arbeit im Außen noch anders machen wird. Also, und ich glaube, dass das ist halt das Problem, wenn wir alles nur rational machen oder auch die Leute, die meinen, sie wissen alles oder ich bin das, ich bin Pädagoge, ich weiß das alles. Ja, okay, kann ja sein, aber was für eine Erfahrung hast du? Und hast du ein Herz da, was da aufgeht für andere? Bist du empathisch? Fühlst du? Und was nimmst du wahr oder ratterst du das Wissen runter? Ja, also ich denke, das ist halt schon in unserer Welt sehr getrennt und finde ich auch mittlerweile mit meinem Wissen sehr kritisch, weil das sind ja auch Menschen, die oft über andere Menschen entscheiden und oder Bewertungen abgeben. Und da ist dann so ein Punkt, wo ich da auch denke, eigentlich müsste man Selbsterfahrung zum Pflichtfach werden, machen für Pädagogen. Pädagogische Selbsterfahrungsseminare oder so eine Aufnahmeprüfung, dass jemand sowas machen darf. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja nicht theoretisch. Wir sind ja nicht theoretisch. Wir sind ja ganz praktisch und wir sind emotional und wir haben Gefühle und ja, das finde ich schon sehr kurios, wie das alles so getrennt ist. Und es wird mir in den letzten Jahren noch mal viel mehr bewusst durch viele Erfahrungen, durch die ich gegangen bin, wie getrennt das ist in unserer Gesellschaft. Sehr kurios ist das. Ja, das ist auch mal das Ergebnis meiner Forschungsreise bisher her. Das ist sehr kurios. Ja. Hast du satt, in einem Korsett von Regeln und Abhängigkeiten paralysiert zu sein, vor Zweifeln oder Sinnlosigkeit, keinen Ausweg zu sehen? In deinem Job abgestumpft vor dich hinzudümpeln oder abzurackern, zu glauben, dass mit dir was falsch ist? Oder einfach in der Konformitätssuppe mitzustimmen, sprich, dein Leben mit Abwarten zu verplempern? Wenn das so ist, bist du genau richtig. Beim Kurs Die Kunst des Erschaffens geht es genau darum, aus deiner Trance aufzuwachen und dir ohne Zweifel zu offenbaren, welch unglaublich kreativer Geist in dir steckt, dich mit deiner einzigartigen Intuition wieder zu verbinden und dir kraftvolle kreative Werkzeuge zu geben, die dich ermächtigen, dein Leben unabhängig von den Umständen so zu gestalten, wie du es liebst. Große Worte, ja, aber nicht annähernd umschreibend, was wirklich in dir steckt und möglich ist. Melde dich jetzt hier an und lass dich kreativ aus deinen Socken hauen und wach überrascht zu dir auf. Das, was ich dich gerne noch fragen würde, also du hast gesagt, vor den Dunkelretreats, da gibt's, da telefoniert dir. Wie entscheidend oder wichtig ist denn die Intention oder die Haltung, mit der derjenige herkommt in dieses Dunkelretreat, beziehungsweise deine, oder? Weil du ja auf eine Art und Weise eigentlich diesen Raum ja auch mit zur Verfügung stellst und wie wichtig ist denn diese bewusste oder unbewusste Haltung oder Intention für diese Erfahrung? Die kann sich komplett ändern. Also, das sind schon sehr spannende Erfahrungen gewesen. Aber ja, das gibt so manchmal auch Momente, da passt es nicht zwischen den Betreuern und uns. Und im Moment sind wir drei, wo wir bald vier sein werden. Und eine Zeit lang war ich auch alleine. Also, es wechselt mal immer so, wer so um mich herum ist, in meinem Feld auch. Und in der Zeit, in der ich das größtenteils alleine gemacht habe, da gab es auch eine Zeit, wo ich echt sehr sensibel wurde darauf und wo ich wirklich auch mich zurückgezogen habe. Und es ist aber auch immer wieder wichtig, dass wir eine Öffnung machen natürlich. Und auch wenn wir merken, da ist gerade was komisch oder so, manchmal muss man aber auch Grenzen setzen. Also ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der war im Dunkelretreat. Und der hat mit Atem gearbeitet und der wollte dann, dass ich mich da irgendwie ja nackt zu ihm lege oder sowas und atme und das wollte ich nicht. Und ja, wenn ich dann natürlich keine Grenzen setze, dann das kann ich nicht machen. Also ich muss natürlich in erster Linie auf mich achten, das ist ganz klar. Und wenn wir manchmal merken, dass es mit jemand nicht passt, dann gucken wir schon, dass wir uns aussprechen, absprechen im Team.
und dass wir schauen, dass wir es passend machen. Aber generell sind wir nicht hier, um zu werten. Also das Retreat ist für alle da und es passieren oft wundervolle Sachen und wir sind nicht da zu sagen, ja, der ist so und der ist so, weil in jedem stecken gewisse Dinge, die wir, wo wir nicht wissen, wieso sind die entstanden. Und selbst wenn es mal komisch mit jemandem ist, so hatte ich schon die Erfahrung, es war mal einmal komisch und ja, dann haben wir auch gemerkt, nee, das passt nicht. Aber dann haben wir eine andere Erfahrung, wo wir plötzlich merken, wow, guck mal, da haben wir eine Ebene gesehen, die wir noch gar nicht kannten. Also da eine gewisse Offenheit brauchen wir da schon, ja. Aber zum Beispiel gibt es so Punkte, wo bei mir absolut eine Grenze ist. Zum Beispiel, ich bin kein Tantra-Typ. Ich bin auch kein Typ mit irgendwie hier Psychedelics im Haus, möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass Leute Fleisch mitbringen. Und das sind halt so dann meine Grenzen. Und da gibt es Leute, die versuchen das auch und sagen, ja, hier, guck mal, wir machen doch ein Tantra-Seminar. Und sagen, nee, dann such dir bitte ein anderes Zentrum. Also das gab es auch. Und auch viele Angebote, wo sehr viel Geld fließen würde, wo es aber für mich einfach von der Ethik her nicht passte und mit meinem, wofür ich einstehe. Und ja, dann habe ich auch abgesagt. Also das gibt schon gewisse Rahmenbedingungen, unter denen ich nur arbeite. Also ist das dann auch für dich immer wieder eine spannende Entdeckungsreise, was dann da so passiert oder auch deine Besucher erleben und es dann, also es hört sich ja so ein bisschen an, wie wenn du auch immer wieder Austausch suchst, schaust, wo die sind und dann selber auch gespannt bist, was da so entsteht und entdeckt wird. Ja, also im Moment gerade ist es auch sehr spannend. Also es gab auch so Phasen, wo ich das Gefühl hatte, also jetzt ziehe ich mich mehr zurück. Also es liegt auch immer so an meinen inneren Prozessen. Manchmal bin ich neugierig, manchmal nicht. Manchmal schicke ich andere vor. Und so jetzt durch eigene Zufälle eigentlich, durch einen Krankheitsstand in meinem Team, wurde ich plötzlich mehr hineingeschubst wieder. Und da sind sehr, sehr interessante Sachen gerade passiert, ja, die ich auch so hätte nicht gedacht. Also ja, das kann schon auch sehr bereichernd sein, auch so andere Wahrnehmung zu hören oder auch was Menschen so für Themen haben. Ja, auch manchmal entstehen auch Freundschaften und auch manchmal, wo man sagt, Dankeschön, das war nett, aber das ist auch gut so dann jetzt. Also es gibt so alles. Ne? Ist das dann, dass Menschen dann auch wirklich mit einem veränderten Selbstverständnis dann wieder gehen oder dass da wirklich Transformation geschieht in Ja. diesen Tagen? Du hast ja ganz am Anfang gesagt, für dich 10 Tage waren Ja. transformativer wie ihr Jahre von Mantra Ja. meditieren. Also, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen und auch gerade verschiedene Stufen, wo gerade jemand steht. Und es gibt Zeiten, in denen sind wir eher geschlossen und Zeiten, da sind wir eher auf. So wie einatmen und ein Ausatmen, Tag und Nacht. Und je nachdem, wo gerade jemand steht und was gerade dran ist, kann das enorm sein, die Entwicklung. Und wir sehen das auch an den Sachen, die die Leute in unsere Gästebücher schreiben. Und ich habe die letztens auch mal durchgelesen, so gerade was die letzten Monate war, das war schon sehr bewegend. Auch einige kommen ja auch dann nochmal und geben Feedback oder schreiben dann nochmal irgendwann und manche auch Monate oder Jahre danach. Und das ist schon, also kann passieren, ist nicht für jeden so. Also es gibt auch welche, wie gesagt, wo ich das erst mit den Smoothies und Vergessen erzählt habe, es gibt auch welche, die bleiben sozusagen drauf hängen, auf den Triggern und holen sich ihre schlechte Erfahrung ab. Auch das hat es gegeben. Was Und ja auch transformativ sein kann, ne? kann auch transformativ sein. Und es gibt auch welchen, denen die Dunkelheit nicht gut tut, wo wir auch, also es ist selten, aber es gibt manchmal welche, wo es sehr, sehr selten. Aber es gab es auch schon, dass ich dann das Gefühl hatte, so jetzt bei den Gesprächen, jetzt ist es besser, wenn sie wirklich ans Licht gehen und vielleicht einfach sich den Druck nehmen, weil sie zu viel Druck haben im Dunkeln. Gibt es auch. Es sind weniger, aber das gibt es auch. Aber es gibt sehr, sehr bewegende, große Transformationen, die können passieren, ja. Und jetzt ja auch mit deiner ganzen Erfahrung, ne? Du hast ja so unterschiedliche Blickpunkte und auch die Menschen, von denen du sagst, die dann kommen, auch unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Wie siehst du denn den Menschen oder wer wir sind? Was ist denn
unsere Entwicklung? Wo führt die hin? Von wo beginnt die Entwicklung? Was sind die ersten Schritte auf, ich weiß nicht, wie du es umschreiben würdest, eine spirituellen Selbsterkenntnisreise? Oder wie siehst du, wenn du von Entwicklung sprichst, was hast du für ein Bild im Kopf? Oder von wohin entwickeln wir uns? Ja, das ist ein Riesenthema. Also, das ist ein Riesenthema. Wie sage ich das jetzt? Also, es gibt ja verschiedene Entwicklungen. Es gibt, sage ich mal, die Entwicklung, wie wird man hier reich auf dieser Erde? Und wie kriege ich Macht auf dieser Erde? Oder wie führe ich eine gute Beziehung? Oder wie werde ich ein Influencer-Star? Und dann gibt es auch die Leute, die das alles überhaupt nicht interessiert, die wirklich irgendwie gemerkt haben, ja, mich interessiert einfach, wie kann ich mehr empathisch werden, wie kann ich einfach aus dieser, wir nennen das in Indien Maya, Illusion, wie kann ich mehr aus dieser Illusion aussteigen? Oder manche würden sie Matrix nennen. Wobei es auch Influencer gibt, die diesen Weg suchen, selbstverständlich. Also das will ich jetzt gar nicht. Aber ich meine nur, es gibt halt welche, die bleiben nur auf dem Materiellen. Weißt du, was ich meine? Ja, so ja. ein Porsche-Verkäufer. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht ist der ja auch spirituell drin, irgendwo in sich. Aber es gibt halt Leute, die suchen das gar nicht oder die finden das totalen Quatsch. Und dann gibt es halt Leute, die, egal was sie im Außen machen, haben diese Sehnsucht. Und das ist der erste Punkt, wenn diese Sehnsucht kommt oder auch diese Idee, wenn irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier komisch. Oder Leute, die plötzlich irgendwas gehört haben über Mandela-Effekt oder selbst sowas erleben und plötzlich denken, hä? Oder bei dir ein Video sehen über zum Beispiel Sehen ohne Augen. Wie kann das gehen? Und dann das selber ausprobieren. Und dann plötzlich zwei Leute, die sind schon sehr lange auf dem Weg, haben schon viel erkannt, schon seit 20, 30 Jahren und auch schon etwas älter und merken jetzt, okay, jetzt geht es eigentlich darum, diese ganzen alten Blockaden loszulassen und diese Traumata, weil das bin ich auch nicht. Also das die Inder reden zum Beispiel von sieben Unterwelten und sieben Oberwelten und für viele Seelen geht es einfach da weiter, dass sie es leichter haben möchten, dass sie dort einfach ein höheres Bewusstsein bekommen und auch eine höhere emotionale Intelligenz. Und für manche ist das dann schon nicht so klar, wie sie denn das jetzt überhaupt anstellen sollen. Und dann machen sie eine Erfahrung und dann merken sie, oh, da ist was und dann kann es einen Schritt weitergehen. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen schreiben. Ja. Nein, vielen Dank. Ja. Kann man das vielleicht das auch überhaupt nicht passen? Da kann man das umschreiben als sich wirklich zu de-identifizieren mit dem, was wir glauben zu sein, also diese Form oder Erfahrung oder unsere Traumas oder Geschichte und sich als etwas wieder zu entdecken, was die Erfahrung hat, aber eben nicht die Erfahrung selber ist. Ne? Ja, wobei das natürlich auch die Gefahr birgt, wie bei Drogen auch, dass wir sozusagen weglaufen von dem, was uns passiert oder passiert ist. Davon bin ich jetzt nicht so der Fan, sondern ich glaube, dass wir so hart wie es hier ist, auch immer eine Erkenntnis aus allem rauskriegen. Also ich habe sehr viele Erkenntnisse bekommen, auch durch sehr heftige und schmerzhafte Erfahrungen. Und es sind halt auch so Prozesse, wo man plötzlich etwas erkennt, was man gar nicht richtig beschreiben kann, weil das halt eine Erkenntnis ist. Eine Erkenntnis ist ja nicht etwas Lineares, so A, B, C, D. Ich schreibe meine Arbeit drüber, das ist ja irgendwie steht so passiert. Ah, so ist das. Ah, ah erst mache ich das, dann mache ich das. Ne? Genau. Und genau, also. Hilf mir bitte nochmal mit der Frage. Ah, ja.
Ja, das war, ob das, ich glaube, ich, also mein Vorschlag war, ob es um Deidentifikation mit der Also, Erfahrung geht. Und du hast dann gesagt, das wird leicht nein, missbraucht also als Spiritual richtig, das ist das Wort. Bypassing. Also ich hatte mal eine Erfahrung, da habe ich Mittagsschlaf gemacht und bin aus dem Körper raus und bin über meinen Körper geschwebt, ja. Und dann, ich hatte ja trotzdem noch alles. Ich hatte sorry, mein blöder Kalender ist wieder Ja, kein typisch. Problem. Okay, also ich hatte ja trotzdem alles. Also ich hatte mein Ego irgendwie, ich hatte meine Gedanken, ich hatte auch Gefühle, es war nicht anders, ich hatte nur einfach keinen Körper. Verstehst du? Also, und ich denke, das ist, was viele nicht verstehen. Das ist halt, wenn du gewisse Erfahrungen machst, du bist ja nicht weg oder sowas, du bist ja trotzdem da. Ist halt dann in dem Moment nur ohne Körper. Und es war halt sehr bewusstseinserweiternd, weil, wow, ich habe einen Körper, ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper. Ah, cool. Ah, ich könnte hier weiterfliegen. Ah, was passiert denn mit meinem Körper? Ah, so. Und dann kommt natürlich der mentale Effekt. Und dann willst du natürlich darüber lernen, wie funktioniert denn sowas? Und zack, war ich wieder drin. Und dann, das war so der Auftakt, wo ich wirklich lernen wollte über außerkörperliche Erfahrungen zum Beispiel, die übrigens viele machen spontan im Dunkelretreat, ja. Also ganz ohne zu wissen, was das ist, oder luzide Träume plötzlich. Wissen Sie, dass Sie träumen und können die Träume beeinflussen? Das sind Bewusstseinserweiterungen. Aber trotzdem machen ja die Erfahrungen, machen ja auch einen Teil unseres Charakters aus. Also es gibt Leute, die auch sagen, gerade in den indischen Schriften steht das auch, dass wir jetzt sozusagen in der Endzeit sind und dass es dort sozusagen zwei Lager gibt, die Lichtseite und die Dunkelseite. Und die Dunkelseite würde gerne alle mit runterziehen. Das heißt, sie möchte gerne das Bewusstsein auf Angstbasis haben und komplette Kontrolle. Und die Lichtseite sagt, hey, kommt, ihr könnt doch auch ab. Also zumindest ein Stück kommt, das ist doch mal netter hier. Also so, das ist so gerade der Job auf der spirituellen Ebene. Ja, und dementsprechend sind natürlich auch die Erfahrungen sehr unterschiedlich, die dort passieren. Und vielleicht einfach noch so aus Interesse, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs. Wenn Leute aus der oder die Menschen dann aus diesen mehreren Tagen der Dunkelheit zurückkommen, wie ist diese Wiederbegegnung mit dem Licht oder mit dem Augenlicht. Was passiert da? Ist das überfordernd? Ist das wunderschön, wieder zu sehen? Oder was passiert da? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist oft der bewegendste Moment und auch der Moment, wo sogar oft bei vielen das meiste passiert. Weil du hast ja diesen Reizentzug und dann kommst du und viele sagen, oh, ist das grün. Ich wusste gar nicht, dass das so grün ist. Weil sie ja sonst so durch die Welt laufen, so zu. Ich habe auch alles ausgestellt, das Einzige, das blinkt über meinen Kalender. Siehst du, so sind wir halt eingestellt. Ja, in dieses, das muss ich machen. Ich bin ja auch mittendrin. Und die Gefahr ist dann, dass wir manchmal die Schönheit der Welt und das, was gerade so um uns herum ist, gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und wir führen die Leute dann ja auf die Terrasse und dann nehmen sie ihre Augenmaske ganz langsam ab und ganz oft ist es so, boah, ist das so schön. Oder viele sagen auch, ich wusste gar nicht, dass es so perfekt ist eigentlich. Also so, es ist ja unperfekt. Also ich habe jetzt keinen Zen-Garten angelegt, so bin ich überhaupt nicht der Typ. Aber in dieser Unperfektheit ist so viel Perfektion, dass sie diese Energie sehen davon. Die Farben und manche fangen an zu weinen und manche fühlen auch, dass sie wieder zurück wollen. Es gibt einige wenige, die auch fühlen, das ist zu viel jetzt hier. Manche sind genervt, weil sie dann merken, ich muss auf mein Handy gucken, ich muss schon wieder los. Das ist was, was ich auch viel merke, dieses Handy jetzt so, ne? Viel vielleicht das Handy oder kannst du uns mal filmen beim Rausgehen und es ist halt viel dieses gleich damit connecten, habe ich auch ganz lange gemacht, habe ich auch gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, was für ein Druck das ist, dieses das machen müssen. Es gibt ja welche, die fühlen, dass sie es immer müssen, immer auf Instagram, immer gleich allen schreiben. Und da gibt es einige, die das anmachen, das Telefon, und dann merken, oh nee, ich kann das gar nicht richtig lesen. Was ist denn los? Die Schrift kommt mir ganz komisch entgegen. Ich kann gar nicht, meine Augen sind anders. Und deswegen ist es immer wichtig, sich Zeit zu nehmen. Also wir empfehlen allen,
einen Tag Pause zu machen, bevor sie abreisen oder wenn sie morgens ans Licht gehen, erst abends abzureisen, weil viele unterschätzen das. Also das Lustigste, was ich mal hatte, so gerade einfällt, ist jemand, der ist dann sofort abgereist, weil er meinte, nein, das kriege ich total hin, ja. Er ist sofort abgereist und er ist dann mit 30 km/h auf der Autobahn gefahren, hat uns das später dann gesagt, weil er hatte diesen Flash hier. Wie schön ist die Welt, Boris? Ja, das war halt auch wie auf Drogen, da wird was ausgelöst, aber körpereigene Stoffe, ohne dass wir was hinzufügen, werden Endorphine manchmal ausgestoßen. Und wenn das ja gerade auf der Autobahn hast, ist, wenn du alles so, dann ist das vielleicht gerade nicht so gut. Also auch Zeit haben, anzukommen. Und das, es gibt auch Leute, die dann die Energie sehen um die Bäume, die Aura. Wir hatten mal eine Frau, die hat dann gesagt, ich würde euch so gerne mithelfen. Nach dem Retreat hat dann bei uns Salat gewaschen und schaut ihr dann immer den Salat an. Doch, der Salat ist so schön. Wow, ich wusste gar nicht, dass Salat so schön aussieht. Das wird dann häufiger nach den längeren Retreats, alles so nach 10 Tagen kann sowas kommen, dass du dann echt geflasht bist und was für eine wunderschöne Welt wir eigentlich leben. Oder Leute gucken uns an und sagen, oh, du hast hier grüne Augen und die oder blau oder die gucken uns richtig an. Und also das ist schon das, wie gesagt, es gibt Leute, die sind nicht so und es gibt Leute, die sind so und das sind dann auch für uns immer wieder Geschenke. Aber ich denke, genau dafür mache ich das. Also wenn ich solche Erlebnisse so mitbekomme, dann denke ich oft, ja, genau deshalb habe ich angefangen. Wow. Ja, herzlichen Dank, dass du uns hier einen kleinen Einblick gibst in deine Arbeit. Vielleicht magst du was darüber erzählen, wie Menschen bei euch teilnehmen können. Also wir werden gerne deine Webseite verlinken in der Beschreibung. Kann man bei euch einfach jederzeit bei so einem Dunkelretreat mitmachen oder wie funktioniert das? Ja, also man kann halt, es gibt eine Webseite, ich glaube, die ist www.dunkelretreat.de. Ich schicke das später nochmal, siehst du mal. Ja, Das auf ist jeden Fall mein unten in der Problem. Beschreibung nachher, ja. Genau. Also es ist echt immer wieder, ich bin ja schon so viel besser geworden, aber es ist tatsächlich, es gibt ja diese, die linke und die rechte Gehirnhälfte, ja. Und bei mir Ja. ist die andere Seite, also diese energetische, oft sehr ausgeprägt, oft zu sehr. Deswegen, ich bitte um Verzeihung. Genau, da gibt es ein Kontaktformular, da kann man sich eintragen und dann kann man ja auch anfragen, wann freie Zeiträume sind. Und das ändert sich stetig. Das heißt, bitte dann warten, bis wir das bestätigen. Und wir bieten halt ein Telefongespräch mit uns an, um praktische, aber auch energetische Fragen zu stellen. Also es gibt ganz seltene Fälle, wo wir empfehlen, kein Retreat zu machen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand regelmäßig Drogen nimmt oder, ne, oder einfach sehr starke Medikamente. Und dann gibt es auch manchmal ganz spezielle Situationen, wo es gut ist, einfach mal zu sprechen. Aber generell geht es darum, dass Leute fühlen, sie sind bereit. Also ich überrede niemanden. Ganz oft fragen mich Leute, kann ich 3 oder was empfehle ich an Zeit? Und sage ich, also mindestens 3 bis 5 Tage, weil die Zirbeldrüse braucht so viel Zeit, um sich zu aktivieren, überhaupt die Basis überhaupt zu aktivieren und runterzukommen. Und wenn man fühlt, das ist zu viel, würde ich es auch noch nicht machen. Also ich würde dann wirklich fühlen, so lange warten, bis der innere Anruf kommt, so jetzt möchte ich das tun. Und darüber kann man natürlich mit uns sprechen und dann kann man das einbuchen. Kann man auch, es gibt auch viele, die buchen einen Raum gegenüber, zum Beispiel dann noch für ein Familienmitglied oder Freund oder Freundin oder Partner oder Partnerin, gibt es auch. Und dann können die Klopfzeichen miteinander abmachen, ob die miteinander reden wollen oder nicht. Das sollte man dann vorher besprechen, wie man das machen will. Genau, und dann kann man das buchen. Und wir haben halt Zeit. Mittlerweile mache ich auch manchmal zu. Das habe ich früher nicht. Früher habe ich immer aufgehabt. Manchmal habe ich auch mal Pausen. Habe ich auch gelernt, mir Pausen zu geben. Gehört auch dazu zum Leben. Und daher einfach anfragen, weil das manchmal auch sich spontan verändert. Und ja, wir haben 7 Räume. Wir haben 8, Moment, ja, 8 Räume. Und im Moment vermiete ich 6. Und wenn es richtig voll wird, geht manchmal auch der 7.
Ja, Bharati, das ja, war echt ein schönes Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den Einblick. Und ja, die beiden oder deine Webseite ist dann unten in der Beschreibung verlinkt. Können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kontaktieren und in die Dunkelheit reisen, Oder wenn ins es Licht. passt. Genau, Licht in der Dunkelheit, ja. Genau darum geht's. Ja, klasse. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bedanke mich auch bei allen Zuschauern fürs Dabeisein. Bleibt euch treu und bis zum nächsten Mal. Danke auch.